Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein. Poststraße. Kauft man da, würde ich sagen, oder? Wie so ein Grundstückskauf abläuft, das haben wir unter anderem im letzten Interview mit Alex besprochen. Wir schauen uns den ganzen Prozess an und auf was ihr aufpassen müsst. Ich hoffe, ihr könnt einen Haufen mitnehmen. Und Alex, was für Unterlagen muss ich jetzt eigentlich prüfen, wenn ich überhaupt ein Grundstück kaufe? Genau, ja, da liegt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gut, dass du ihn ansprichst, das Thema Unterlagen. Je mehr Unterlagen, dass ich über ein Grundstück habe, umso besser ist. Also das ist einmal das eine. Wir schauen mal als Makler immer, dass wir möglichst viele Informationen über das Grundstück haben, bevor wir es am Markt geben und den Kunden anbieten. Also da gehört als allererstes mal der Grundbuchauszug dazu. Mhm. Wie wir davor gesagt haben, da sehe ich, was haben für Belastungen, haben eventuelle Beschränkungen drauf, brauche ich auf alle Fälle. Dann, dass ich einen Bebauungsplan einmal habe. Mhm. Dass ich sehe, wo darf ich überhaupt drauf bauen. Wenn es einen gibt, gerne. Wenn es einen gibt, genau. Ja. Oder ist schon eine Bauvoranfrage, mal hat der Kunde eine Bauvoranfrage gestellt, hat er vielleicht sogar schon eine Baugenehmigung oder solche Sachen, die Unterlagen dazu. Dann natürlich ein Lageplan, dass er sagt, das Grundstück ist auch das, was ich kaufe, vom Beschrieb her. Dann natürlich, oft ist er, wenn ein Bodengutachten da ist, ist oft auch ganz interessant, weil natürlich da hängen halt auch so Fallstricke drinnen, gerade im Bayerischen Wald, das Thema, wenn ich einen Granit habe, drunter, dann ist natürlich das Thema mit der Bauerei wird halt teurer. Also da muss ich mal auf die Umgebung ein wenig schauen. Dann tun wir uns Bank oder so wenn da draußen, wo viel Granit ist. Ja. Da muss ich dann eventuell schauen, brauche ich vielleicht einen Bodengutachten, ob ich überhaupt so bauen kann. Oder muss ich groß sprengen. Oder mit können wir mit einer Tiefenbohrung in Sachen Wärmepumpe hin, also dann so Themen. Oder wenn ich irgendwo baue, wo ein sehr hoher Grundwasserspiegel da ist. Also brauche ich vielleicht einen Keller, der mit, sage ich jetzt mal, mit WU-Beton, der wo jetzt sogar abdicht, genau, richtig. Also falls es sowas gibt, also wenn ich mir nicht ganz sicher bin bei so einem Grundstück oder aus der Nachbarschaft, was gehört haben, dass die und die Probleme, dann empfiehlt sich halt vielleicht auch, dass ich ein Bodengutachten machen muss, bevor man ein Grundstück kaufen oder das Bauen dementsprechend anfangen. Genau. Dann brauche ich natürlich irgendwann mal einen Kaufvertragsvorentwurf, weil das ist ja dann so der übliche Weg. Also ich schaue, dass ich möglichst viele Informationen über dieses Grundstück habe, wie wir gesagt haben, also Grundbuchauszug, Bauungsplan, falls einer da ist, Lageplan, Bodengutachten, Kaufvertragsvorentwurf, praktisch solche Themen, also über das Grundstück habe und dann ist jetzt dann kann ich noch offene Punkte klären mit der Gemeinde zum Beispiel. Wie schaut das mit der Bebauung aus? Ich hätte das und das vor. Ist das grundsätzlich denkbar oder ist das generell ausgeschlossen? Also mit der Gemeinde reden vorher. Reden dann, genau, kann man dann zum Beispiel und dann kann ich einen Kaufvertragsvorentwurf machen lassen beim Notar. Da steht nochmal alles sauber drin. Da steht der Preis, den Quadratmeter, das Grundstück, wie die Abwicklung dann ist. Und dann ist der Notartermin. Und nach dem Notartermin ist halt dann ein Zahlungsziel festgelegt. Und dann muss ich halt zahlen in dem und dann bin ich Eigentümer von diesem Grundstück. Jetzt, wenn ich die Sachen geprüft habe, wie ist denn dann die Abwicklung oder wie läuft sowas ab, wenn ich ein Grundstück eigentlich kaufe? Das war jetzt so, wie gesagt, wenn ich das jetzt geprüft habe, sage ich mal, also wir machen eine Besichtigung. Idealfall öfter, zu unterschiedlichen Zeiten. Genau. Dann kläre ich vielleicht noch irgendwelche offenen Punkte ab. Also, das und das darf mich noch interessieren. Das kann ich entweder am Makler adressieren, wenn es über den Makler läuft, oder ich muss dann selber tätig werden. Wenn das für mich in Ordnung ist, alles und so, für mich passt, dann sage ich, hey, gefällt mir, dann machen wir einen Kaufvertragsvorentwurf. Den veranlassen wir beim Notar. Da steht halt dann drin, wer ist der Käufer, wer ist der Verkäufer. Wie groß ist das Grundstück, was ist der Kaufpreis, wie ist die, sage ich mal, was haben wir Rechte eingetragen, wie ist die Flurstücksnummer, welche Gemarkung hat das. Da steht dann alles sauber drin. Auch wie das Zahlungsziel ist, wie lange habe ich Zeit zum Zahlen, wann die ganzen Lasten und Nutzen übergängen. Das steht alles in dem Kaufvertragsvorentwurf drin. Weil der bildet dann die Basis für die Verbriefung. Der wird dann beiden zugeschickt. Wenn ein Makler dabei ist, dann kriegt der Makler den auch. Dann prüfen wir den nochmal, schauen wir durch. Weil es kann das sein, dass ausgemacht war 150.000 Kaufpreis. Und der Notarsessor hat sich verschlimmert und hat 15.000 reingeschrieben. Dann sage ich, hey, Nuller vergessen. Dann bittet der das alles aus. Und wenn es für alle
Seiten passt, dann sagt man, okay, gut, passt, wenn man keine Änderungswünsche mehr, dann macht man einen Notartermin zum Verbriefen. Mhm. Dann geht man praktisch zum Notar an einem Tag und dann liest der Notar den kompletten Vertragsentwurf nochmal vor. Mhm. Und wenn sie dann die Seiten einig sind, dann unterschreiben beide Seiten und dann ist der Kaufvertrag, sage ich jetzt einmal, geschlossen. Mhm. Der Notar veranlasst dann alles weitere. Das heißt praktisch, der schaut, dass das Grundbuch sauber ist, also die ganzen Grundschulden zum Beispiel auszukommen. Und der meldet das dann alles ans Grundbuchamt, überwacht dann auch den Zahlungseingang, schickt dann praktisch einen Käufer zu, ob der Käufer schon gezahlt hat. Und somit praktisch dann die und macht die Eigentumsumschreibung. Das heißt, der Notar führt das alles aus. Tut der Notar eigentlich auch jemanden beraten oder tut er das wirklich nur für ein Beamter abarbeiten? Also ist eine neutrale Stelle. Mhm. Der berät halt jetzt ganz, sagen wir, dass keiner übervorteilt wird. Mhm. Also der muss jetzt eine Pflicht, der hat eine, jetzt keine Beratung, sondern Aufklärungspflicht. Aufklärungspflicht. Genau. Der sagt halt dann, liebe Frau Müller, Sie kaufen jetzt das Grundstück von Herrn Meier. Ist es Ihnen bewusst, dass auf diesem Grundstück ein Geh- und Fortrecht eingetragen ist, das Sie so übernehmen müssen? Und dann kann die sagen, was ist denn ein Geh- und Fortrecht? Mhm. Da war es aber eh schon schlecht vorbereitet. Aber ja, kann ja theoretisch sein, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, das heißt halt praktisch, dass der Nachbar immer über einen Grundstück fahren darf. Mhm. Ja, das möchte ich nicht. Ja, also der hat eine beratende Aufklärungsfunktion. Mhm. Genau. Mhm. Und schaut, dass das alles sauber über die Bühne geht. Also dass keiner in Anführungszeichen übervorteilt wird oder über den Tisch gezogen wird oder so. Das, wer zahlt eigentlich den Notar? Der Notar zahlt in der Regel der Käufer. Der Käufer zahlt? Ja. Also praktisch die Notargebühren liegt beim Käufer. Mhm. Der Verkäufer muss eigentlich nur noch dann, wenn er eine Grundschuldeintragung hat, die Löschung seiner Grundschuld zahlen. Mhm. Aber praktisch die Notarkosten trägt der Käufer. Okay, weil es ist auch wichtig zu wissen, wenn man was kauft, dass das auf einen selber noch zurückkommt. Genau. Aber der Notar macht jetzt keine steuerliche Beratung zum Beispiel. Nein, ist ja klar. Also das ist jetzt dann so, dass jetzt der, wenn jetzt aus der Landwirtschaft kommt, das Grundstück, dass der jetzt den Verkäufer berät, wie das steuerlich am besten ist, mhm, dafür gibt es einen Steuerberater. Mhm. Okay, genau. Also der hat jetzt praktisch die Aufklärungspflicht praktisch halt, dass halt die beiden Parteien halt sauber neutral rüberbringt. Okay. Da waren mit Sicherheit für Infos drin. Ich hoffe, das hat mir euch helfen können. Wenn euch noch irgendwie was einfällt oder ihr beschäftigt seid mit irgendeinem Grundstück, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Tragt euch einfach auf der Homepage zink-fertighaus.de für kostenloses Beratungsgespräch ein und wir schauen mal, ob ich euch helfen kann. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in die Kommentare. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigenes Fett, scheiße. 4, 1, 2, 3, 4, Einkommensteuer. Das gibt's ja nicht. 12. Das gibt's ja nicht. Ich muss doch auf die Straße kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gibt's ja nicht. Sim, nah.